Hallo YouTube, heute mal kurz and dirty ein kleines Rezept für die anstehende Con-Saison. Man steht irgendwo und wartet mal wieder auf den Plot, auf eine SL, auf irgendwas und man hat Hunger. Jetzt ins Lager zurückzugehen ist blöd, also Trockenfleisch. Wir machen Trockenfleisch. Ich habe hier 1261 Gramm Rouladenfleisch. Das ist vom Rind und wunderschön mager. Damit fangen wir an. Und das Ganze ist schon schön dünn vorgeschnitten. Das heißt, wir können uns damit einiges an Arbeit ersparen. Wir nehmen jetzt also einfach mal die erste Roulade, legen die aus und schneiden sie in schmale Streifen, und zwar längs zur Fleischfaser. Wenn wir das soweit haben, schneiden wir das Ganze ungefähr in 10 cm lange Stücke. Also zweimal teilen. Und das machen wir jetzt auch noch mit dem restlichen Fleisch. Okay, soweit so gut. Ich mache es, wie gesagt, jetzt einmal ganz auf die kurze Schnelle. Ich nehme also einfach eine Gewürzmischung eines nicht näher benannten Herstellers, gebe großzügig etwas darüber und vermische das Ganze ein wenig, dass das Fleisch schön durchmischt ist. Und das kommt jetzt schön abgedeckt für 4 Stunden zum Durchziehen in den Kühlschrank. 4 Stunden sind rum. Wir können jetzt also die einzelnen Fleischstücke nehmen und schön nebeneinander auf Backpapier auslegen, so dass noch ein wenig Abstand dazwischen ist. Alles klar. Wenn das soweit ist, nehme ich eine ganz normale Grillgewürzmischung und würze damit noch einmal ein wenig nach. Nur so ganz grob. Um dem Ganzen noch, je nach Geschmack, etwas mehr Pfiff zu verleihen. Das machen wir jetzt mit dem nächsten Backblech, bis das Fleisch komplett fertig aufgereiht ist. So, das Ergebnis jetzt nach 2 Stunden. Meine Kamera hat den Geist aufgegeben, also umsteigen auf Handy. Nach 2 Stunden ist also die Oberseite schon schön dunkel und auch schon recht trocken geworden. Die Unterseite ist noch ein wenig heller. Deswegen einmal das ganze Trockenfleisch wenden und für weitere 2 Stunden im Ofen lassen.
Das ist also jetzt das Ergebnis nach 4 Stunden Trocknen. Das Trockenfleisch kommt in einen Stoffbeutel, wird dann an die Heizung gehängt und kann noch etwas nachtrocknen. Aber das ist jetzt im Grunde genommen so fertig. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben ja nun einiges an Wasser daraus gezogen. Also schauen wir doch mal, wie viel daraus geworden ist. Also einmal auswiegen, wie viel das jetzt geworden ist. Ich entschuldige mich jetzt einfach mal für die unruhige Kameraführung, aber meine Kamera hat gemeint, mich verlassen zu müssen. Ich werde mir jetzt also eine neue Kamera kaufen müssen. Was soll's? Dinge passieren. Es sind jetzt von dem gesamten Fleisch noch 442 Gramm übrig. Tja, der Rest ist Wasserverlust. Und dieses Fleisch oder Trockenfleisch ist jetzt also wirklich über Monate haltbar, solange es nicht wieder feucht wird und an einem warmen, trockenen Platz aufbewahrt wird. Okay, so viel zum Thema Trockenfleisch. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und wünsche guten Appetit.